Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht's heute darum, es ist mehr wieder ein Quatschvideo. Also ich werde jetzt wieder ein bisschen sabbeln. Natürlich am besten mich nicht wiederholen. Und zwar wird es in diesem Video darum gehen, wie es eigentlich auf meinem Kanal weitergehen soll. Also was ich eigentlich in nächster Zeit so geplant habe und möchte dazu gerne mal eure Meinung auch so ein bisschen hören und auch allgemein zu den Sachen, die momentan sowieso auf meinem Kanal zu sehen sind. Ich habe jetzt hier keine Gardine zu, ich hoffe, das geht trotzdem. Ich werde einfach mal die Themen anschneiden, die ich auf meinem Kanal sowieso behandle, werde dazu ein bisschen was erzählen und werde vielleicht neue Themen hinzufügen und ja, genau. Dazu möchte ich dann heute euch... Ich kann heute nicht mehr reden. Dabei ist es noch gar nicht so spät. Es ist erst nach 11 und ich kann nicht mehr reden. Und ich möchte euch gerne dazu auffordern, dann halt auch ein bisschen was dazu zu sagen, wie ihr das denn halt so seht. Genau. Momentan sind wir bei 215 Abonnenten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin echt baff. Ich bin total überrascht und ich freue mich darüber auch total. Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn es höher geht. Wer freut sich darüber nicht? Und fangen wir einfach mal mit den Themen an. Und zwar Let's Plays. Die wird es nach wie vor auf meinem Kanal zu sehen geben. Momentan Let's Play ich Minecraft, Silk Road, House Flipper und Shakes and Fidget. Ich versuche die ganzen regelmäßig auch hochzuladen und es kommt halt immer darauf an, wann ich zum Aufnehmen komme, weil ich halt einfach nicht so gerne aufnehme, wenn mein Sohn da ist, weil dann möchte ich halt Zeit mit ihm verbringen. Ich plane noch vielleicht noch ein fünftes Spiel, ich weiß allerdings noch nicht welches. Ich habe einige Spiele auf dem PC, ich weiß aber noch nicht, welches ich davon nehmen möchte und welches mich dann interessiert. Vor allem, welches euch interessiert. Vielleicht gibt es ja ein Spiel, welches euch interessiert, wo ihr dann sagt so, hey, mach das doch bitte mal, das würde mich voll interessieren. Vielleicht wird auch wieder ein Wimmelbildspiel kommen, das überlege ich schon die ganze Zeit. Ja, muss ich schauen. Wenn ich da ein schönes Wimmelbildspiel finde oder ein Management-Spiel, muss man mal gucken. Genau. Bei Minecraft ist das so, das habt ihr ja gesehen, heute wird noch eine aktuelle Folge kommen, dass ich immer noch auf dieser einsamen Insel bin. Mein Mann hat mir den Vorschlag gemacht, ich sollte mal von diesen kleinen Inseln zu kleinen Inseln gehen und immer weiter gehen, mein Bett und alles mitnehmen und dann vielleicht mal schauen, dass ich irgendwo eine größere Insel oder Plattform oder sowas finde, weil ewig wird es auf dieser Insel natürlich nicht vonstatten gehen. Da können wir halt auf Dauer nichts machen. Genau. Dann haben wir das Thema Vlogs. Ja, ist momentan ein bisschen eingeschlafen bei mir. Liegt einfach daran, dass ich momentan einfach auch nicht weiß, was ich denn vloggen soll. Ich kann tausendmal mal unsere Nasen vloggen. Ich könnte euch tausendmal zeigen, wie mein Alltag ist, aber der ist halt nicht so spannend. Würde euch wahrscheinlich auf Dauer langweilen. Deswegen warte ich natürlich immer so ein bisschen ab, bis es dann halt Sachen gibt, die man auch vloggen kann. Wie letztens halt zum Beispiel den Weihnachtsmarkt, wo ich euch dann halt mitnehmen kann. Es bringt ja auch nichts, wenn ich euch jedes Mal zeige, wie ich meine Haare färbe oder meine Haare neu mache. Habt ihr auch nichts von, weil das demnächst bald wieder ansteht. Wird euch für euch auf Dauer sicherlich auch zu langweilig. Deswegen warte ich da halt immer, bis es etwas gibt, was, ja, was ich halt vloggen kann. Denn wird es vielleicht einige Themen zum Thema Borderline geben. Ich werde euch in einem Video erzählen, wie mein Leben mit Borderline verläuft. Und werde vielleicht des einen oder anderen auf einige Themen denn noch expliziter eingehen. Wenn das gewünscht ist. Auch so auf Depressionen und so weiter. Allerdings werde ich das wohl wahrscheinlich dann immer unter Trigger setzen, weil es gibt ja nun viele, die können sich sowas halt nicht unbedingt anhören. Genau. Dann haben wir ja meine Fanfiction-Ecke. Momentan schreibe ich selber keine Fanfiction, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe
oder auch nicht, was heißt nicht die Zeit, das ist Schwachsinn. Ich habe nicht den Elan dazu gerade. Ich habe viele angefangen, ich habe viele Ideen, ich könnte tausend Geschichten anfangen, aber ich komme immer nicht weiter. Mir wird es auf Dauer nicht direkt zu langweilig. Das Problem ist halt auch viel, ich habe keine Beta-Leserin und das macht das Ganze dann immer noch ein bisschen schwieriger. Und dann kommt halt eben dazu, dass man natürlich auch ganz gerne lange Kapitel schreiben möchte. Und dann kommen wieder andere Sachen dazwischen und dann bin ich mit den Kapiteln nicht zufrieden und ja. Und die Kapitel halt so aus dem Kopf heraus zu sagen, kam anscheinend nicht so wirklich gut an, weil sich das mechanisch angehört hat oder halt eben nicht durchdacht und so. Und das möchte ich ja auch nicht. Deswegen lese ich momentan nur die eine Fanfiction vor, und zwar Forbidden Love von einer Autorin von fanfiction.de. Fällt mir gerade ein, die Seite muss ich wieder suchen. Ja. Genau. Dann habe ich meine Geschichtenecke, das heißt, wo ich momentan Geschichten oder Bücher euch vorlese, so diese Art Hörbuchecke. Momentan lese ich euch ja alle. Was lese ich euch denn gerade eigentlich vor? Alea, glaube ich, ne? Alea Aquarius, genau. Ich musste gerade überlegen, wie komme ich auf Alisea? Weiß ich gerade nicht. Alea Aquarius. Die Frage ist, habt ihr daran überhaupt Interesse, dass ich das weiter vorlese? Wenn nicht, dann kann ich die Zeit, die ich dafür halt verwende, für andere Sachen verwenden, die euch vielleicht mehr interessieren als sowas. Genau. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch alles bei mir habe. Dann habe ich jetzt eine extra Playlist gemacht für Gewinnspiele. Ich habe mir überlegt, es wird in nächster Zeit ein paar oder öfters mal Gewinnspiele kommen. Momentan läuft das Gewinnspiel zu meinem Nachbarn namens Totoro. Das wird heute Abend noch ausgelost. Wobei ausgelost ist auch wieder ein bisschen blöde, weil das haben halt nur zwei mitgemacht. Eigentlich drei. Leider aber ist einer aus der Schweiz. Und ich würde ihr so gerne die Möglichkeit erfüllen, mitzumachen. Allerdings ist der Versand dahin leider sehr, sehr teuer. Deswegen sind es leider nur zwei. Und ich muss gucken. Ich werde das dann zwischen den beiden auswählen. Vielleicht lasse ich meinen Sohn das auch auswählen. Und dann hat derjenige halt gewonnen. Es ist schade, dass da nicht so viele mitgemacht haben. Ich überlege, ob ich es nicht vielleicht sogar verlängere. Vielleicht haben ja noch welche Lust mitzumachen. Das kann ja sein. Sonst, ja, bleibt es bei den zwei. Aber es ist halt, wie gesagt, geplant, noch weitere Gewinnspiele zu machen. Sei es nun, ja, dass ich vielleicht ein paar Schals verlose, sei es nun bei den Mangas, die ich noch über habe. Ich habe auch noch andere Sachen, sei es Kosmetikartikel oder. Ich möchte jetzt natürlich nicht jede Woche ein Gewinnspiel machen, aber es wird zumindest häufiger ein Gewinnspiel geben. Wie gesagt, in welchen Richtungen das geht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es wird mal so und mal so sein oder mal da und mal hier, ne, so. Also ich werde es mich nicht darauf festlegen und sagen, dann und dann kommt ein Kosmetik-Gewinnspiel und dann kommt dieses. Es würde nichts bringen, wenn ich mich darauf festnagel und dann das sowieso nicht hinbekomme. Von daher, es wird öfters Gewinnspiele geben, wann und wie und wo. Und das werdet ihr dann halt sehen, wenn sie stattfinden. Und ich werde versuchen, in nächster Zeit, ich habe einen Haarmund, in nächster Zeit zu streamen. Und zwar habe ich mich jetzt ein bisschen mit OBS auseinandergesetzt, was echt nicht leicht ist. Ich weiß auch noch nicht, ob das alles so richtig funktioniert. Die liebe Frühlingsrulina war in einem Teststream von mir drin und sagt, das ist alles sehr gut eingestellt. Danke, Liebes, dafür, dass du mir das gesagt hast. Da bin ich schon mal ganz zufrieden, dass das dann doch ein bisschen funktioniert. Ich habe halt gedacht, das würde nicht so ganz klappen. Aber gut, dass es halt doch klappt. Geplant ist erstmal Fiesta zu streamen. Nächste Planungen wären halt so andere Sachen. Vielleicht League of Legends oder weiß ich noch nicht. Das ist halt wirklich noch nicht ganz ausgereift. Es sind jetzt erstmal nur Versuche zu streamen, weil ich es eben halt vorher nie gemacht habe. Und ja. Ich kann auch nicht so ganz genau sagen, wie oft das denn stattfinden wird. Sicherlich nicht jeden Tag, weil das dazu werde ich nicht kommen.
Ich werde versuchen, heute Abend eins zu machen. Ich habe heute schon einen Test gemacht. Wie gesagt, da die liebe Frühlingsrolina, ihren Kanal müsst ihr unbedingt mal besuchen. Mir ein bisschen bei geholfen, mir zu sagen, wie halt das alles läuft, ob alles gut läuft und nicht. Das wird vielleicht heute Abend sein. Wie gesagt, dass ich da zu Fiesta einen Stream machen werde. Wer Lust hat, kann gerne mit streamen. Ich weiß zwar noch gar nicht, wie das geht, wenn man zu zweit streamt oder so. Da muss ich passen, das kenne ich leider noch nicht. Aber wer Lust hat, kann da gerne mitspielen. Ja. Ich bin auf den Server Marquise. Mal ein Server, auf den ich noch gar nicht gewesen bin. Ich kenne alle Server. Alle auf Fiesta, nur den noch nicht. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt wieder von vorne anfange, dann werde ich mir einen neuen Server suchen. Genau. So, und unter anderem bin ich und auch mein Sohn, wir haben beide einen Account auf TikTok. Leute, fragt mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Das liegt wahrscheinlich daran, weil Luca das unbedingt wollte und irgendwie bin ich jetzt da gelandet und mache jetzt halt ab und zu gerne mal ein Video auf TikTok. Genau. Vielleicht habt ihr ja Interesse daran, so ein paar Zusammenschnitte von meinen TikTok-Videos zu sehen. Also es sind ja immer so Videos, die sind höchstens 15 Sekunden lang. Vielleicht, wenn man mal ein bisschen quasselt, sind die natürlich ein bisschen länger. Aber sonst sind es ja halt eher so 15 Sekunden. Genau. Und dann würde ich euch ja so ein paar zusammenschneiden. Weiß nicht, vielleicht so 5 oder 10 Videos, die ich toll finde von mir. Oder die halt eben lustig sind. Die könnte ich zusammenschneiden und die könnte ich euch dann zeigen. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen wollt? Habt ihr an etwas bestimmtes Interesse? Ich kann schon mal sagen, aufgebrauchte Videos kann ich nicht machen. Da würde ich mich mit meinem Mann anlegen. Der findet sowas nämlich gar nicht toll. Der würde niemals hier die ganzen Sachen liegen lassen und so, dass ich das euch zeigen kann. Von daher, aufgebrauchte Videos sind leider nicht drinne. Hauls ist immer so ein bisschen schwierig, kann ich ab und zu natürlich machen, wenn ich einkaufen gehe und dann auch genug eingekauft habe, dass sich das lohnt. Wenn ich nur 3 Teile einkaufe, lohnt es sich halt einfach nicht. Und ich bin halt nun mal niemand, die jetzt nach DM oder so geht und dann so viel einkauft. Weiß nicht, irgendwie schaffe ich das immer nicht, das kriege ich nicht hin. Ich nehme mir dann zwar vor, du willst das einkaufen, das und das. Und irgendwie habe ich dann trotzdem nur 3 Teile in meinen Dings drin, weil ich die anderen Sachen dann doch nicht gekauft habe. Oder einfach mal wieder nicht dran gedacht habe. Passiert. Ja, deswegen die Frage, was würde euch denn noch interessieren auf meinem Kanal? Was würdet ihr ganz gerne noch sehen wollen? Habt ihr Ideen? Habt ihr Interessen an irgendwas? Dann nur gerne raus damit. Und natürlich möchte ich auch wissen, was von den Sachen, die ich jetzt momentan halt mache, was interessiert euch da wirklich von? Ich weiß von vielen, dass die Let's Plays nicht mögen, allerdings möchte ich diese Sparte auf jeden Fall beibehalten. Bei den anderen Sparten lasse ich gerne mit mir reden. Vor allem, was das mit den Hörspielen bzw. das Vorlesen angeht, das Fanfiction und so. Lasst mal hören, was ist dazu eure Meinung? Das würde mich total interessieren und ich würde mich echt über Feedback von euch freuen, dass ich da weiß, wie es jetzt halt demnächst weitergehen soll. Ja, genau. Das war mein Quasselvideo mal wieder. Wollt ihr gerne Mund? Mal ausspuckern? Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video wieder mit dabei und gerne heute Abend auch bei meinem Stream. Und sag an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Bye bye, ihr Lieben!